Dennoch im Besitz von Fahrrädern und Fahrrädern? Ja, Fahrrädern? Ja, zumindest alle Fahrräder. Und nach diesem Entwurf, nach diesem Wettbewerbsbeitrag, wurde dann der Bebauungsplan für Oberau entwickelt. Dieses Ziel autofrei lässt sich aus rechtlichen Gründen, machen auch die Partner dazu, letztlich nicht durchsetzen. Und so kam dann hier in der Diskussion ein Mischkonzept zustande, das Quartiere hat, bei denen Sie nicht auf dem Hausgrundstück Ihr Auto unterstellen können, sondern es in eine Quartiersgarage geben müssen. Und Sie können aber auch hier autofrei wohnen. Also ein verkehrsreduzierter Stadtteil, ein autoreduzierter Stadtteil ist hier entstanden. Und ein Aspekt war natürlich auch das verkehrsberuhigte Wohnen hier. Wir selber sind nicht autofrei, aber die Vorstellung, eben das Auto nicht vor der Haustür zu parken und auch keine anderen Autos vor der Haustür, das hätte uns sehr gereizt und hätte uns auch mit bewogen, hierher zu ziehen. Weil man gerade so mit kleinen Kindern muss man halt immer mal irgendwo was transportieren und dann holt man sich hier um die Ecke das Carsharing-Auto und das ist für mich unglaublich luxuriös. Man kann von so einem kleinen Auto hin bis zum Transporter, habe ich das sozusagen zur Verfügung, wenn ich es brauche. Und ansonsten habe ich überhaupt nichts, keine Verantwortung für ein Auto. Ich empfinde das als absoluten Luxus. Bye-bye.